Hallo, ich bin Sabine Meyer und zeige euch heute ein Greenscreen-Projekt aus der Grundschule. Eigentlich sollten die Kinder nur mit der Technik vertraut werden. Doch dieses Motto, wenn ich fliegen könnte, dann hat sich als wirklich gute Sache erwiesen. Es entwickelten sich daraus vielschichtige Gespräche über Wünsche und Träume und die Kinder haben ihre Sequenzen wirklich gut geplant und auch teilweise Hintergründe selber hergestellt. Hallo, sieht selbst. Ich bin Timmer und wenn ich fliegen könnte, dann würde ich mit den Vögeln um die Wette fliegen. Fliegen könnten, dann würden wir zu der Allianz Arena fliegen. Das jede. Wenn ich fliegen könnte, würde ich mit den Dinosauriern um die Wette fliegen. Ja. Also so sieht's also aus. Das macht aber Spaß. Das ist aber schön hier auf dem Delfin. Wir fliegen jetzt zum Strand. Wir verlinden jetzt schnell zum Meer. Schön hier, oder ja? Wir bleiben hier. Okay. Wow, jetzt sind wir in Ägypten. Wollen wir in die Pyramide gehen? Wollte ich auch gerade sagen. Los geht's! Wow. Hier ist es aber ganz schön eng. Wow, jetzt sind wir aber hier drin in der Pyramide. Guck mal, da ist Kleopatra. Und der Pharao. Und wir sind hier im Sarkophage. Hake. Hake. Endlich wieder in der Schule. Das war spannend. Tschüss. Besonders gut an diesem Projekt fand ich die Vielfalt der Ergebnisse. Es war wirklich sehr individuell und die sehr gute Zusammenarbeit, denn die Kinder mussten sich unterstützen und auch Durchhaltevermögen mitbringen, damit die geplanten Sachen und die kreativen Einfälle auch umgesetzt werden konnten. Toll war, dass von der Planung bis zum Endergebnis das Ganze auch erfolgreich war und dadurch ist das Selbstbewusstsein der Kinder auch sehr gestiegen und sie sind sehr stolz gewesen über das eigene Medienprodukt. Also insgesamt wirklich ein großer Zuwachs an Medienkompetenz.